Hallo zusammen, zurück bei Song of Horror. Hier waren wir jetzt schon gewesen. Das Ding ist kaputt. Allerdings können wir uns das hier wahrscheinlich nicht mehr anhören. Let's see what happened after that dream. Ne, brauchen wir einen anderen Phonographen. Ein Sonett. Ich treibe weg, schlafen zum 100. Mal weggetragen zu werden, trotz Widerstand an einen anderen Ort. Ein Ort in der Ferne, tiefer, friedlicher Schlummer wird mir verweigert. Das Lied, es lockt mich, zieht mich zu sich, es schreit. Es führt mich in die Tiefen meines eigenen Verstandes. Ein bedrohlicher Blick ist das Einzige, das ich finde, etwas Dunkles, Unfassbares. Es können nicht nur Träume sein. Bin ich verdammt? Habe ich mich verirrt, was ich sehe, was es bedeutet? Unendliche Weite aus Stein. Eine immerwährende Sonnenfinsternis. Die Ränder einer Sonne, die nicht unsere ist. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal fertig. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir gehen hier raus. Und ich versuche jetzt nochmal diesen einen Raum hinter dem Speisesaal, nennen wir es mal Speisesaal, zu untersuchen. Vielleicht kann man jetzt da rein. Ich werde auch mal, weil ich denke, wir sind da drüben fertig in der Leichenhalle, hier jetzt den Strom ändern. Das dritte, was wir noch nicht hatten, nämlich den Aufzug. So. Dann brauchen wir da nicht nochmal hinrennen. Was ich hier natürlich auch versuchen kann, mich mit dem Ding. Schade. Ich dachte, ich kann mit dem Ding das da rausangeln. What the hell just happened? Hier ist er immer noch zu. Okay. Shit. Ohne zu lauschen da rein. Wir wollten ja nichts Dunkles haben. Ich würde mal das hier versuchen. Alright. At least we got some light now. Ich weiß, eine Taschenlampe eigentlich, aber gut, okay. Take a deep breath. Find what you need. Futter. The flare's about to burn out. Hurry. Well. Okay, ja, dann raus hier. Ha, wisst ihr was? Das ist ja so ein Handschuh, mit dem man sich vor Schnittwunden schützen kann. Den werde ich jetzt mal anziehen. Und versuchen, dieses Ding da aus dem Fenster rauszuholen. Das
so aus wie ein, wie ein Tacker. So, da ist er. Jetzt haben wir einen Tacker. Kann ich den mit irgendwas kombinieren? Damit vielleicht? Great. Ha! Ich habe den Gürtel zusammengetackert. Ja, gut. Und nun? Gut. Was machen wir jetzt? Hier geistert es schon wieder rum. Nee, das war ja hier der. Oder doch? Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch hier was hatten. Hier geht's ja weiter zur Leichenhalle. Ne, Moment, das ist jetzt die Leichenhalle. Hier waren wir ja schon drin. Und hier sind wir gerade hier lang gelaufen. Da ging es nicht weiter. Und das ist wieder hier dieser Raum. Okay. Haben wir hier irgendwo Garten? Waren hier bei diesen Räumen da noch nicht. Leichenhalle. Hey, da ist so eine Art. Das könnte ein Aufzug sein da in der Ecke. Ich gehe mal doch nochmal zurück. Den suchen wir ja jetzt. Kommen jetzt diese Schreie her. Okay, jetzt sind wir da. Und dann müssen wir jetzt hier lang. Wir sind schon mal ganz gut. Ah, hier hinten in dieser Ecke war ich noch gar nicht. Ich bin nur dran vorbeigelaufen. Schaut mal hier.
Wenn der Zahnriemen kaputt ist, dann benutzen wir hier mal den. Nicht Zahnriemen, Keilriemen quasi Ersatz. Ja, super. Pathetic would it be if this thing falls and I die? Da ist zu. Da ist auch ein paar Türen. Gut, dann schauen wir uns mal die ganzen Türen hier an. Das können wir doch hier. Schauen wir mal hier. Jetzt sind wir schon wieder im Traum. On the other, I need to know what's happening. I need to understand the dreams this place causes in me and the visions I've had these past few days. It's pitch black outside, and the old mansion is even more menacing than before. I've taken out my last two candles, but lighted only one, in case I wake up before dawn. It would terrify me to be here, alone in the dark. I'm in Ariadne's room again. Schaut mal, das sind hier diese Gummizellen. Da, aber irgendwie ist alles durcheinander. Gummizellen und dazwischen diese Kühlkammern. Also
me, a dream catcher. Give it to me. You don't need it. Hey. Mhm. You need to investigate. You need to know. Hmm. You need to keep going down. Gut, anders als der Rest vom Spiel ist hier der Traum recht linear gesetzt, sodass man nicht so viel Möglichkeiten hat, irgendwo anders hinzugehen. Also, ich kann jetzt nicht durch diese Türen durch. What happened to me? Es gibt nur einen Ausweg. Only one way out. What? Where did that come from? What's going on? I don't like this. Ach, hier gibt es ja nicht mal eine Tür, sehe ich gerade. Ach, schön. So nach dem Motto, der einzige Ausweg ist, bring dich hier um. Ich denke mal, ich muss das machen. Das ist ja Arsen. Gut. Trink mal Arsen. Why would I do something like that? I know I'm closer to understanding something, to finding that last puzzle piece. But I also realize there's no turning back. I feel like I've broken something inside of me that can't be mended. Each dream feels closer to that place. And further from reality. It's still dark outside. It seems like the candle burned out a while ago. It must be close to dawn. Yes, it can't be long now. I have to find answers. Get to the bottom of this matter. Understand Ariadne and what is happening to me. The story goes on, and it only gets worse. Berenice, what did you find? Warum ist die Tür jetzt auf einmal? Hallo? Hä? Was? Ach, da drüben. Dann gehen wir mal da rein. This room is the same one where Berenice interviewed Ariadne in that film. Eine verlorene Zeichnung von Ariadne. Ich glaube, hier war ja nichts weiter. Die Tür, okay. Von der sind wir gekommen.
Jetzt haben wir hier das nächste Rätsel, glaube ich. Oh Gott. Was haben wir denn hier jetzt? Was sollen wir da machen? Okay, jetzt hat es aufgehört zu dampfen. Und jetzt? Jetzt dampft es da. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig gewesen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich gucke mir das Ding hier noch ein paar Mal an. Wenn ich durch bin damit, dann sehen wir uns wieder. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.